Ich hab die Musik vergessen. Na. Dann beginnen wir direkt mal mit einer neuen Runde. Aber was machen wir jetzt, José? Javier? Oder gibt's hier im Camp noch was zu tun? Obwohl, das kann ich eigentlich auch außerhalb machen, ne? Also, wenn man mal keine Folge... Ich müsste eigentlich Geld verdienen. Nein, wir haben gesagt Javier. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ach ja. Wo habe ich unser Pferd ange... Da. Alright. How are you, Mr. Morgan? Na, uns geht's ganz gut. Hey, I got some loan money. Put it in the box, Mr. Morgan. Will do. Haben wir doch schon. Ich sollte vielleicht mal einen Wegmarker setzen. Ah, das ist aber schon... Also das ist die Postmeisterei. Ja, wir haben eh nicht genug Kohle. Fuck. Ich soll... Oh, ich hätte da... Ich hätte direkt runterreiten sollen. Egal, wir hoffen mal, dass die nächste links geht. Den Weg folgen. Dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Jawohl. Ein bisschen was genießen hier. Vielleicht sollte ich gleich mal im Stream ein bisschen jagen gehen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hey there! Hat er gerade in your face gesagt? Was haben wir denn hier? Limpani. Oh. Yeah. Easy, easy. Was ist hier passiert? Da liegt eine Leiche. Bleib mal hier, mein Freund. Uah. Schön mit Ratten. Wo kam der denn jetzt her? Wo kam der her? Ach, ich will mal ganz kurz. Gucken wir, ob wir eigentlich auch was mit den Ratten machen können. Nein, die können wir nur killen. Hä? Aber da steht, dass wir was machen können. Auf der Karte. Keine Ahnung.
Aber echt ein extremer Blauschimmer gerade hier. Ich höre eine Kröte. Oder? Das sieht mir eigentlich gerade noch ziemlich gut aus hier. Können wir halt nicht... Ah, können wir? Oh. Aber ich muss sagen... Hier die Grafik, die ist aber jetzt auch nicht gerade... Haben wir wohl einen kleinen Bug gefunden. Ich muss echt die Empfindlichkeit ein bisschen ändern. Ach ja. Oh, Hirschfell, perfekt. Voll geil. Ja, du darfst schon näher kommen. Ah. Gucken, vielleicht finden wir irgendwo unterwegs noch eine Stadt. Pretty good hunt there, boy. All right, boy. Boah, voll schön der Sternenhimmel. Yep. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Was ist denn hier? I just don't understand this at all. Hey, over here. Señor. Can I show you something?
What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. No, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Well, $10 and it's yours. Was machen wir? You must think I was born yesterday. Between us, this map has proven a challenge even for me. So, how about I sell it to you for just $5? One half less. Och? Och? Señor, yes or no? I ain't paying you nothing to go on some wild goose chase. Yes, well, when I am plated in gold and you are starving on the street corner, who will be laughing then? Good luck to you. Hey, I changed my mind. I want the map. I'll give you your life for it. Ach, verdammt. Komm, holen wir uns den kurz. Versuchen wir es mal. Na, wo ist er? Ich will die Karte jetzt doch haben. Na gut. Ups. Geht's dir gut? Erstmal nach dir gucken. Erstmal nach dir gucken. Dir scheint's ganz gut zu gehen. Entschuldigung. Okay, gucken wir mal kurz im Protokoll. Schatzsuche. Suche mit Hilfe der Karte nach dem Schatz. Schatz der Jack Hall Bande. Du hast eine Karte erhalten, die den Aufenthaltsort der verschollenen Schatzes der berüchtigten Jack Hall Bande zeigen soll.
Gucken wir mal. Tasche, Vorräte, 1, 9, Zutat, Material, Gepäck, Dokumente hier, Schatzkarte. Ich weiß nur leider nicht, wo das sein soll. Könnte das die abgebrannte, das abgebrannte Dorf sein, wo wir waren? Ups. Das war hier, ne? Ach, komm. Gehen wir mal nochmal schnell hin. Guck mal, ob wir die Felsen finden. Da war doch in die Richtung, ne? Oh, ne, rechts von uns. Hier ist Poker? Ach so, hier sind wir wieder. Aber mit dem Bild. Wo war das jetzt? Moment. Wieder eine fremde Person. Ja, gut und schön. Kacke. Wo war das jetzt? Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, no, don't worry about these. Actually, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, 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 nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. It sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes, yes, yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. You'd pay me. A fair price. Now, you send them to me right here. Phineas T. Rand bottle. At your service. I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Okay. Howdy, stranger. Good. Jetzt wollen wir aber zu Javier. Diesen hier. Poker jetzt nicht spielen. Mal ein bisschen umgucken. Ob wir vielleicht. Oh.
Keine Ahnung. Ja. Ach, ich bin schon wieder falsch hier geritten. Oh. Schon wieder. Ach, ich und liebe Kopfgeldjäger, ich hasse dich. Ich hasse euch. Abgrundtief. Ich sollte vielleicht mal die Empfindlichkeit was runterschrauben. So. Einstellungen. Steuerung hier. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Verdammt, der Hack ist schon wieder gestorben, ey. Uah. Uah. Gutes Pferdchen. Ach, ich wollte mal kurz was gucken. Pferd. Okay, boy. Damn, he crashes. Hey there, mister. Seen so much as a fleck round here. Mm-hmm. Goldgräber? Goldsucher. All right, here we go. Here we go. Hey, give me some goddamn space here, will you? Just curious is all. No need to get rattled. Sure looks like another pile of shit crumbs, don't it? Na ja. Let's give it some of the magic touch. Lass mal den mal. Come on. Yeah. Also ist das Pferd. Something. Anything. I'll take a cigarette butt at this point. Wir sollten aber schon gleich mal eine kleine Rast machen. Ich habe zwar das Fell verloren und so, aber in der Tasche müssten wir eigentlich noch Fleisch haben.
Obwohl, ich könnte eigentlich mal ganz kurz gucken. Hier. Hier ist gar nichts. Jetzt habe ich Cracker reingeballert. Ernsthaft? Da macht er es einfach so? Ach. Braucht man nicht mal ein Camp aufschlagen. Direkt vom Pferd aus. Okay. Schön. So, kochen wir das auch mal. So, ich muss mal gerade ganz kleine Pause. Also, für mich, euch 2 Sekunden. Bis gleich. Ich habe gerade noch mal ein bisschen hier was hergestellt. Splittermunition. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich habe jetzt hier Revolver nur 4 Schuss? Ernsthaft? Okay. Ich dachte, er würde mal so ein kompletter Satz. Aber okay. Gut. Müssen wir uns irgendwie mal hinsetzen, mal so 50 Schuss oder so machen. Aber unsere Kerne sind gefüllt. Geht das dann eigentlich nicht weiter irgendwie? Ach, so geht das. Der macht das schon. Ah, okay. Der macht das dann so immer weiter. Let's get you looking nice. It's all right, boy. Ja, mein Freund, du bist wieder hübsch. Komm, Futter kriegst du auch was, aber das machen wir so. Ah, das geht also nur während wir stehen, okay. Ich habe das immer während dem Reiten gemacht. Ah, jetzt hätten wir auch mal Hallo sagen können. Ah ja. Hi there, Mister. Oh, hier lang. Richtig was los hier auf der Straße. Und was ist hier schon? Oh, man findet so viel hier in diesem Spiel. Wir haben ja richtig viele Freunde, finden wir hier. Morning. Oh. Hello. Quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I am trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators
Kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh! Good heavens! My bag! That thing is robbing me! Oh, good heavens! Don't worry. That thing is a coyote. Sneaky one, too. Wildlife photographer. Toma aí a Fiatinha. Komm schon. Ich weiß gerade echt nicht, was wir da am besten für nehmen. Nimm mal einfach die. Du kleiner. And Kyle, don't think about coming back. Wo bin ich denn hier schon wieder? Haben wir schon wieder was Neues hier? Kurz ablegen. Schön einsammeln alles hier erstmal, oder? Gucken wir mal. Wenn wir die jetzt aufheben, können wir die auch verstauen. Nein, kann man nicht. Aber mal ein bisschen hier umschauen. Ernsthaft, der kann keine. Finde ich ein bisschen schade. Ganz ehrlich. Ach ja. Ach so, stimmt. Dafür müssen wir ja diesen hier machen. Na komm, geh mal zurück. Well, well, got your bag. Thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I can't thank you enough. Thank you. Don't worry about it. I'm
You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Gucken wir mal kurz. Achso. Gut. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Warum laufe ich eigentlich? Mal ein bisschen was für die Ausdauer tun, wa? Unhöflich. Ich glaube, wir sollten echt mal irgendwie was überfallen. Yep. Gucken. Okay, er ist unten. Das heißt, wir... Nein, 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 nein. Ah, das war... Hui. Oh, es regnet. So, ich will mir mal das Gebiet mal angucken, was hier ist. Das gibt's doch nicht. Ach komm, das war doch jetzt echt mies. Wie. Kann doch nicht sein. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich weiß, echt mies, aber ich brauche echt Kohle.
Und außerdem, mal darf ich das auch tun. Warum habe ich denn hier jetzt schon wieder 10 Dollar? Mich hat doch gar keiner gesehen. Hey, you! You need to stop! What's in it for me, then? I ain't playing. You're being robbed, so... Now, you're dead. Gesetzestyp auf der Suche ist in Ordnung. So, erstmal untertauchen. Erstmal untertauchen. Echt ein verdammt schwerer Weg, zu dem zu kommen. Ach so, das war jetzt, das Kopfgeld war jetzt nur dafür, was wir gerade gemacht haben. Da bin ich erkannt worden, ist wieder weg. Gut. Jetzt habe ich es verstanden. Ach, jetzt sind wir im Blackwater. Ernsthaft? Die haben uns jetzt schon wieder erwischt? Oh, ey, gibt's doch nicht. Oh, wir müssen hier weg. Also, echt mies. Also am besten nicht durch Blackwater reiten. So, das hat erstmal aufgehört. Gut. Fuck. Also genau vor uns. Easy, whoa. Ah.
Wie lange soll ich jetzt hier warten, bis das geht? Können wir uns am Feuer ausruhen? Dann würde ich sagen, wir ruhen uns mal aus. Gucken, ob das funktioniert. Und beenden diese Folge mit einem Weg. Ein Weg, den wir endlich geschafft haben. Bis zum nächsten Mal.